Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Divinity 2 Ego Draconis. Wir sind ja jetzt in den Orobas-Fjorden. Ja. Und ich wollte euch mal jemanden vorstellen. Der ist nämlich der Grund dafür, dass ich so versessen darauf war, mal Edelsteine zusammen. Ah, ein Teleporter. Geh mal rein. Ihr könntet den ganzen Tag hier stehen bleiben und würdet dennoch nirgendwo hingelangen. Oh, Mist. Na egal. Ich sehe euch nicht, doch weiß ich, dass ihr da seid. Wer leistet Simeon, dem Philosophen, Gesellschaft? Ein Philosoph? Das dachte ich mir schon. Aber hab Dank für eure Ehrlichkeit. Ein Mensch, der Einblick gewonnen hat in die großen alten Geister. Niemals zuvor habe ich solch großen intellektuellen Neid verspürt. Aha, ja, ich bin schlauer als der. Ich sitze und denke nach. Nicht mehr und nicht weniger. Aha. Ich bin hier, um über das Leben und den Tod zu sinnieren. Und das schon seit mehr als 8 Jahrhunderten. Aha. Philosophie war schon immer meine größte Leidenschaft. Und nachdem ich den Schlüssel zum 1000-jährigen Leben entdeckt hatte, kam ich hierher, um mein Dasein dem Denken zu widmen. Der ist aber alt. Dafür sieht er noch ziemlich frisch aus. Ach ja, nach ungefähr 4 Jahrhunderten habe ich mein Augenlicht verloren. Mein Körper altert offensichtlich immer noch schneller, als ich dachte. Wenn der so ein uralter Philosoph ist, dann hat er bestimmt was Schönes in seinen Gedanken. Probieren wir es nochmal. Und wenn ich wieder sehen kann, muss ich nicht mehr länger angstvoll in mein Inneres blicken. Sondern kann mich wieder... Dann kann ich euer Augenlicht wieder herstellen. Ein großzügiges Angebot, wieder sehen zu können, wäre in der Tat ein wertvolles Geschenk. Aber auch das einzige bekannte Heilmittel ist nicht minder wertvoll. Wenn ihr mir 2 Malachit-Edelsteine bringen könntet, wüsste ich eine Zauberformel, die die Steine in gesunde Augen verwandeln würde. Diese Edelsteine sind äußerst selten und sehr, sehr wertvoll. Wenn ihr sie mir trotzdem ausgehört, das Chaos soll verdammt sein. Ihr habt echte Malachite gefunden. Hier. Nun zum Zauber. Gemai Lucem Dent Oculis Mais. Jawohl. Ich kann wieder sehen. Den Himmel. Die Felsen. Nach all den Jahren. Das, was der gesagt hat, ist sowas, glaube ich, übersetzt. Irgendwas wie gibt meinen Augen Licht oder sowas. Was weiß ich. Mein Geist öffnet sich. Mehr als je zuvor. Kommt, lasst mich euch von den philosophischen Fortschritten erzählen. Simeon spricht stundenlang zu euch. Von früh bis spät. Bis ein ganzer Tag vergangen ist. Seine Erkenntnisse sind in der Tat überwältigend. Und ihr verlasst den alten Denker. Das ist ein Hase. Geistig erregter und erleuchteter als je zuvor. Das ist doch mal schön. Ein Ring, der meinen Mana erhöht. Eine Rüstungshose, die gefällt mir eigentlich recht gut. Und oder Gold. Ich nehme die Hose mal. Das wird mir von Nutzen sein. Okay, die Hose erstmal anlegen. Ich würde mir eigentlich gerade mal die Drachenrüstung noch anlegen, wo ich schon dabei bin. Und ich könnte mal ein paar Sachen zurück zum Drachenturm schicken. Beispiel diese ganzen Rezepte. Ach, das mache ich mir aber anders, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Wenn ich jemandem begegnet, der so belesen ist. In der Tat ist er ein großer Weiser. Denn wie schon ein anderer Philosoph sagte, man erkennt einen Weisen nur daran, wie gut er lehrt. Falls ihr wisst, welcher Philosoph das war, schreibt es mir doch bitte mal. Jetzt können wir ja wieder skillen. Das können wir nicht skillen, aber wir können das hier skillen. Und das hier.
Das ist eine passive Fähigkeit. Das heißt, wir regenerieren uns wieder schneller. Ja, das habe ich ja schon drin. Okay. Dann probieren wir mal was ganz Tolles aus. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Ja. So, jetzt wollte ich ja mal ein paar Sachen anlegen. Also gefällt es mir schon viel besser. Das sind solche Anti-Drachenschilde. Da kommen wir nicht weiter. Da oben ist noch einer. Hinter dem Bunker muss irgendwas sein. Soweit ich weiß, weiß ich auch, wie man da reinkommt. Nur will ich vorher noch gucken, ob ich noch ein Level abkriege, bevor ich da reingehe. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch bis zum Aufstehen? Kann ich mir etwa... Ah ja, noch jede Menge. Prinzipiell, aber... Das kriegen wir schon hin. Okay, und nochmal Feuerwand. Die sind doch alle so blöd. Ach, die sind einfach. Ha! Ich kann. Haha. Okay, dann wollen wir skillen. Das hier, das hier, das hier und das hier wieder. Wir sind ja schon richtig gut geworden. Fertigkeiten können wir auch nochmal skillen. Immer den Feuerball. Ich würde sagen, wir killen noch ein bisschen da hinten rum und dann beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich so weit gehen, dass wir mal diesen Bunker da oben auskundschaften, mal gucken, was da drin ist. Ich muss zu Fuß weiter. Man kann zwar als Mensch in diese Schilde rein, man kann auch als Drache in die Schilde rein, aber man kann da eben nur als Mensch drin sein. Wenn man versucht, Drache zu werden, passiert das. Wenn man als Drache reinfliegt, ist es mit dem Drachensein schon bald wieder vorbei. Und da vorne sieht man noch die Wächterinsel. Ha! Okay. Jo, dann schauen wir mal hier, ob es hier sonst noch irgendwas zu vernichten gibt, zu zerstören gibt. Das ist ein Teleporter. Gehen wir mal rein. Ja, ich bin drin. Ja. Genau, ich bin drin. Ich bin im Antidrachenschild. Das kann gut sein, kann aber auch nicht gut sein. Aber bevor ich da oben reingehe, mache ich nochmal einen Schnitt. Ich spanne euch wieder ein bisschen auf die Folter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.